Kane! Ich hab's geschafft mit Kane, dass ich das noch erleben darf. Ja, Kane hat das Polaroid da unten. Who's next? Samson. Okay. Samson hat gesagt, ich hab Isaac noch nicht getötet. Dann wollen wir doch mal starten. Eigentlich nicht mit dem Spider-Butt, ne? Ne, machen wir nicht. Mit dem Spider-Butt starte ich nicht. Und ich restarte, weil ich's kann. Oh, das ist auch scheiße. Und weil ich's schaffen will. Ganz einfach. Das ist der einzige Grund. Ich, ich meine, das ist kein Geheimnis mehr, ne? Das ist, ohne Restarts hast du keine Chance auf Platinum God. Und nachdem wir nichts anderes vorhaben, nämlich Platinum God zu werden, werden wir diese Restart-Funktion auf jeden Fall missbrauchen. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Haben wir alles? Ne, irgendeiner lebt da noch. Wenn da jetzt auch wieder Müll drin ist, dann restarte ich auch. Das erste Item muss einigermaßen stimmen. Pass auf, ich mach mal. Weil, wenn das erste Item nicht stimmt, dann hast du... Gut, mit Kane ist das natürlich das beste Beispiel, dass du aus einem schlechten Run auch was Gutes rausholen kannst, aber... Es ist halt trotzdem schön, wenn du einen guten Start hast. Und früher oder später, wenn wir dann wirklich Hard Mode etc. machen. Ja, weil ich meine, wir sind auf einem guten Weg, dass ich alles durch habe, bis auf Hard Mode. Und dann werden wir irgendwann nur noch Hard Mode spielen. Und da muss das Item von Anfang an stimmen. Und dann kannst du dir das schenken, wenn das erste Item scheiße ist. Ja, Hard Mode mit Azazel, da kannst du machen, ja. Das ist jetzt keine Heldentat, ja. Aber mit den anderen Chars, da wird's eine Heldentat. Und deswegen musst du dich darauf einstellen. Warum eigentlich Dingle als ersten Gegner? Dingle ist scheiße. Er ist auch scheiße, wenn du ihn zum 100. Mal machst. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, na jetzt so lange, wie ich das schon gespielt habe, merkst du mittlerweile schon so ein bisschen, jo, es geht, es geht. Klar hat er noch so seine Momente, wo er dich trifft. So wie gerade eben mal. Das ist in Ordnung. The Nail! Nehmen wir mit. Wie kann man schnell restarten? Einfach auf der Tastatur die R-Taste gedrückt halten. Am Controller geht's, glaube ich, nicht. Ich wüsste zumindest nicht, welche Taste da über wäre. Ich kenne alle Tasten, aber... Ja, ich habe schon die Lost. Komm, Alter, hast du schon meinen Titel geguckt? Ich habe schon so viel freigespielt. Gibt kaum noch Sachen, die ihr mich, mit denen ihr mich nerven könnt, ob ich sie schon habe. Das ist schön. So, was haben wir hier? Halo, dankeschön. There we fucking go. Und jetzt wird dieser Run instant. Pinocchio 84, just subscribed. Welcome to the team, my friend. Welcome to the Wolfpack. Au! Vielen Dank für deine Subscription. Dieser Run wird unter anderem dir gewidmet. Vielleicht auch nur dir, wer weiß das schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt Bock. Die mit Samson jetzt mal Isaac zu besiegen. Denn das hat der gute Samson noch nicht geschafft. Ansys, das ist Vision, das ist, eigentlich ganz okay. Das werde ich aber noch ein bisschen aufheben. Hast du schon mal das Vieh in dem Schlüssel auf der Chest besiegt? Wenn du damit Mega Satan meinst, dann habe ich ihn gesehen, aber besiegt nicht. Nein. Denn dazu hatte ich den falschen Char. Muss man Mega-Satan eigentlich mit allen Chars besiegen, um 100% zu werden? Das würde mich mal interessieren. Weil das erkennst du nämlich laut den Achievements leider nicht. Also die, die auf Steam sind. Stammzellen, Teufelsraum, Mom's Knife. Oh, holy shit! Ja!
Ja! Mein erster normaler Brimstone! Jawohl! What the fuck? Hä? Ist Brimstone italienisch oder was ist hier los? Ist Brimstone italienisch oder was ist hier los? Dankeschön. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine verfickte Ahnung, warum das jetzt gerade passiert ist. Aber leck mich an die Füße. Dann nimmst du Brimstone und dann kommt erstmal die italienische Nationalhymne. Ist okay. Was war das? What the fuck, Alter? Oh my fucking God. Und jetzt gib mir Homing Shots. Jetzt gib mir Homing Shots und ich piss mich so was von ein. Mega Satan gibt keine Achievements, das heißt Mega Satan ist just for the lols. Dankeschön. Holy Macaroni. Wie geil ist das denn? Wie hat sich das aktiviert? Ich weiß es nicht. Ist das geil? Egal, halt! Satanistische Bibel. Kann man ja mal drücken. Was soll mir der gute Trixi denn da schreiben? Wenn er anfangen will, soll er doch anfangen. Das ist doch. Das muss doch jeder selber wissen. Ach du Scheiße. Mann, das ist mein erster normaler Brimstone Run! Geil! Satanistische Bibel. Zack, wieder zünden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich möchte jetzt... Oh, oh. Gut. Und das Mongo Baby. Ich möchte ja nicht sagen, das ist ein safer Win, ne? Aber... Das sieht nicht schlecht aus. Gib mir jetzt noch Fliegen und dann ist es ein safer Win. Oh mein Gott, ey. Ich zitter gerade ein bisschen. Stellt euch mal vor, wir werden jetzt noch Guppy. Guppy mit Brimstone. Oh mein Gott, ich würde mich sowas von kaputt machen. Hallöchen! The Mongo Baby! Hey, 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 hey! Das ist einfach nur ein Baby, das alles kann, ja? Komm mir hier nicht blöd. Oh mein Gott, hab ich Bock. Ich kläre die Scheiße noch. Just for the lols. Oh, jetzt wäre Mega Satan natürlich sehr nice. Das Problem ist nur, dass wir dafür Engelsräume bräuchten. Oder natürlich Dead Ski. Das ist aber schwierig. Jawohl. Ja, und schon hat sich die satanistische Bibel doch gelohnt. Boah, gib mir jetzt noch mehr Damage ab. Und dieser Run wird so was von nice. Warte mal, wir können da reingehen. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Wir machen einfach weiter, wir gehen einfach... Was soll das? Ja, wir behalten das Buch auf jeden Fall.
Nö, ich muss mit The Lost Gott sei Dank Mega Satan auch nicht besiegen. Nachdem das kein Achievement ist, ist das mir auch völlig scheißegal. Oh, ist das schön. Alter, das ist wirklich mein erster normaler Brimstone Run außerhalb von Azazel. Ja, oh. Ups. Ups. Das heißt, mach lieber schnell. Wir sind eh schon so schnell unterwegs. Wir schaffen den Boss Rush auf jeden Fall. Und den kann ich sogar angehen. Das ist sogar eine gute Idee. Der ist Options. Ah, wir haben nicht genügend Bomben, um das wahrscheinlich zu sprengen. Hm, warte mal. Da gönne ich mal ganz kurz die Zeit. Weil... Scheiße. Der ist Options wäre jetzt nochmal richtig episch. Ich hoffe, ich komme noch an ein paar Bomben. Range down. Gut, das kann ich mir nicht mehr versauen. Das... Okay, ich wollte schon sagen, das stackt nicht, ne? Boah, das wäre auch viel zu krass gewesen. Scheiße. Gut, eine Bombe hergegeben für nix. Ah, das wird nix wahrscheinlich. Ich finde die Kombination... So mit Quadshot, Triple Shot und so finde ich gar nicht so geil mit Brimstone, weil Brimstone dann viel zu lange auflädt. Und das hat mich auch tatsächlich schon Runs gekostet, dass es zu lange gedauert hat. Scheiße. Das war, glaube ich, sogar der Mega-Satan-Run, wo ich ihn nicht geschafft habe, weil ich zu lange aufgeladen habe. Liberty Cap, okay. Okay, wir können das aufmachen, aber zwei Coins reichen nicht. Zwei Bomben. Wiggle, das stackt auch nicht, oder? Nee. Dann ist das natürlich doof. Wir kommen auf jeden Fall nicht an das Death Option Ding ran. Es klappt nicht. Schade. Dann lieber so. Oh, der Boss wäre auch richtig ätzend, aber so ist er natürlich easy going. Oh, Brimstone Run. Ich fass es nicht. Aber Brimstone macht auch verhältnismäßig wenig Damage, wenn man keine Damage... Gib mir jetzt das Pentagramm und das Ding ist gelaufen. Ne, das ist es nicht. Aber es ist auch ein kleines Damage-Up. Hm. Sorry, den blauen Stein habe ich übersehen. Sorry. Sorry, ich war zu fix. Es hat mich jemand unter Druck gesetzt wegen dem Boss Rush. Deswegen bin ich so schnell und habe den Chat nicht mehr gelesen. I'm sorry. Das ist Brimstone, ne? Okay, er hat mich erwischt. Deswegen ist lange Aufladen manchmal ziemlich... Tiny Planet. Tiny Planet finde ich ja mit Azazel ganz cool.
Aber was ist mit dem großen Brimstone? Wird er dann auch kleiner? Oder geht er dann durch den ganzen Raum? Was passiert dann? Das wäre sehr krass. Bin gerade ein bisschen baff. Aber ich will eigentlich einen geraden Strahl. Oder macht das dann rundum und den geraden... Warte mal. Bei Azazel ist es ja auch so, dass er den normalen auch noch gerade ausschießt. Wenn er dann noch einen Kreis macht und gerade ausschießt. Ja, das meinte ich. Und jetzt gib mir noch Homing Shots. Jetzt gib mir noch Homing Shots und das Ding ist ein GG, Alter. Kane's Eye war Wahrscheinlichkeit auf Kompass, ne? Das nehme ich. Ja, kommst du mal bitte rum, weil ich treffe dich da nicht. Danke. Oh, fick dich. Da hatte ich jetzt keine Chance. Oh my God. Tiny Planet und Motherfucking Brimstone. Gib mir jetzt noch Homing Shots, ey. Holy Maka to the fucking Roni. Oh wow. So, wer jetzt Angst hat, ich schaffe es nicht mehr in der Zeit. Das wird easy going. Die Zimtschnecke auf Doom, ja, so sieht's aus. Ne? Ich sag ja jetzt noch fliegen und dann. Hab ich heute geile Runs oder was? Habe ich XL-Ebene? Ach, wollte gerade sagen, Necropolis XL ist das ja. Okay. Nein! Irgendein Arsch hat mich hier getroffen. Wo ist der letzte? Da. Hinten war irgendwo. Ach, der ist schon tot. Ach Mensch. Ja, dann nehmen wir mal das. Ah, ist XL-Ebene, ne? Dann kann ich den Rest donaten. Das brauche ich nicht. Oh, wow. Ah, Necropolis XL, ich glaube, das hatten wir auch ewig nicht. Es ist so selten, dass das kommt. Während im normalen Isaac die XL-Ebenen richtig krass groß waren, also es richtig oft kamen auch, hier gefühlt gar nicht. Das ist sowas von geil, ey. Ich clear das sogar einfach nur, weil. Weil. Oh mein Gott, ja, lieber Cloud, I'm sorry, aber du hast tatsächlich was verpasst. Holy shit. Aber noch sind wir erst Necropolis, alles gut. Aber das ist schon ziemlich krass. Doppelter Haunt? Okay.
Easy going. Ist das geil? Hi, Mami. Mami, das ist doch jetzt aber auch eher so ein schlechter Scherz, oder? Na gut, den Treffer gönne ich dir. Boss Rush! Den machen wir natürlich. Warte mal. Lil Brimstone auch noch? Komm, was soll's, oder? Doppelter Brimstone, Bitches! Double Brimstone, Bitches! Was nehmen wir hier? Das stackt, oder? Oh! Ah! 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 Was war das? Was war das? Was? Oh mein Gott! Das krasseste, was ich bisher gesehen habe in 65 Stunden Rebirth. Holy shit! Okay, jetzt kein Scheiß bauen, jetzt nicht vergeuden, nicht vergeuden, nicht vergeuden. Jedes Mal wieder Sponsoring. Oh. Nein, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss mich jetzt konzentrieren, verdammte Scheiße. Achtung, da ist der Bloat irgendwo. Ach nee, Monstro war's. Okay, es ist ja so geil soweit, aber ich muss mich jetzt gerade zusammenreißen. Das Problem ist, das kann ich gerade noch aus der Hand geben. Bin zu hyped von der Scheiße, die ich hier gerade sehe. Weil der Bloat kommt nämlich auch noch und der Bloat wird mich zerreißen. Wenn ich Pech habe. Da ist er. Ich meine, hier liegen genügend Herzen, soweit so gut. Oh my fucking God. Jetzt weißt du, warum Brimstone nicht so häufig droppt. Fuck, warum trifft er mich denn? Okay, letzte Phase. Samson Chains. Oh mein Gott. Und das Headless Baby ist die Belohnung. Na, danke für nichts, ey. Das war das krasseste, was ich bisher ever erlebt habe in diesem Spiel. Der Strahl, ne? Darf ich den bitte nochmal sehen? Bitte. Er kommt selten, das ist mir auch schon aufgefallen. Er kommt sehr selten scheinbar. Sehr selten. Wow, sehr selten. Okay. Ha, da war er. Wow. Okay. Das war krass.
4 Treffer und ich bin tot. Jetzt heißt es trotzdem nochmal echt absolut zusammenreißen. Ich gehe jetzt absolut auf Defense. Das heißt, ich kümmere mich nur noch ums Ausweichen. Aber wenn ich den Run versauere, das wäre richtig bitter. Oh, nice. Alter, wenn das trifft, ne? Eternal Heart, nice, nice. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? The Mark. Nee, Krampus. Okay. Alter, Krampus-Head brauche ich jetzt echt nicht. Ich hab doch schon Brimstone. Das sieht so krank aus. Wenn du jetzt Kane wärst, ne, dann wird das Ding so oft spawnen. Das bringt mir leider gar nichts. Wow, das ist so krass. Ich glaube auch, das war garantiert mein größter Markout ever. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Wie geil ist denn das bitte? Auch noch die Triple-A-Batterie. Natürlich spawnt er genau in mir. Wow. Wie es auch mit Brimstone versucht. Wow. Wow. Puh. Okay, Peep und Bloat in einem Raum, sehe ich das gerade richtig?
Was habt ihr denn geraucht? Das finde ich jetzt ein bisschen asozial. Ach Mensch, wir werden schon beim Boss. Mhm. Wir wären ja schon beim Boss. Dann probieren wir es, oder? Ich würde gerne noch zum Bettler, aber ich habe Angst, dass ich da reinlaufe. Fuck, was hat mich da getroffen? Fuck, irgendwie zerspringen manchmal die Tränen von ihm irgendwo am Arsch der Welt. Dann gibt mir das auf den Sack. Bloody Lust. Okay. Ah, ich werde euch garantiert nie enttäuschen, das wisst ihr doch. So, was haben wir hier noch so? Robo Baby. Wow. Oh, keine Schlüssel mehr. Okay, sieht interessant aus. Volle Konzentration jetzt. Wir sind zwar ganz gut dabei, aber das ist noch lange kein Blue Baby Kill. Noch lange nicht. Also Monstrous Tooth ist fürs Ende okay, aber jetzt nicht. Nee. Nee, 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 nee. Mann, ich kann kaum noch unterscheiden, was böse ist und was nicht böse ist. Ist doch eh beim hinterm großen Raum, oder? Oh, die Spannung! Für Mega Satan muss man nicht in die Hölle. Das ist völlig egal. Man braucht für Mega Satan nur die richtigen Items. Und da ist Blue Baby. Riskieren wir es? Ja, selbstverständlich.
GG. Fucking godlike.